Die A1 bei Sittensen südlich von Hamburg. Sebastian Fischer und Karina Appmann von der Autobahnpolizei kontrollieren LKW. Oh, ihr Handy, ey. Mit Gefahrgut, ey. Ja, es nützt nichts. Den müssen wir mitnehmen hier. Geht gar nicht. Ich hab's auch noch gesehen. Er hatte sogar noch einen Zettel in der anderen Hand. Ja. Ja, ohne Worte, ne? Gerade so bei Gefahrgut, was ja eigentlich noch mal so eine Kategorie mehr Obacht benötigt, wenn man mit gefährlichen Gütern durch die Gegend fährt und dann da am Telefonieren in der anderen Hand einen Zettel. Ja, extrem gefährlich, logischerweise. Und ich weiß nicht, wieder, was soll man dazu sagen, ne? Völlig verantwortungslos. Ja, und jetzt müssen wir den mal mitnehmen. Auf dem nächsten Rastplatz ziehen die beiden den litauischen Gefahrguttransporter aus dem Verkehr. Ja. Hallo, Autobahnpolizei. Kontrolle, sprichst du Deutsch? Rasch. Problem Handy, ne? Katastrophe, ne? Mit Gefahrgut. Telefon, ne? Notelefon. Ja, Telefon. Ja. Okay, wir kommen einmal hoch, erst Tacho, ja? Du kannst mal Dokumente gucken. Bei einem Handyverstoß ist die Aussage der Polizisten als Beweis ausreichend. Also, wir haben beide gesehen, dass du am Telefonieren warst. Und das ist Problem, ne? ADR und Telefon, Katastrophe, ne? Telefon. Ja. Nicht. Das war Telefon, ja. Dokumente vom Auto erstmal. Fahrzeugscheine, Genehmigung. Wir haben das im Vorbeifahren beide gesehen. Also er war eindeutig beim Telefonieren, ne? Hat so halb auf seinem Lenkrad gelegen. Und ja, ist ja sein gutes Recht, das abzustreiten. Aber letztendlich ist er jetzt ein weißrussischer Staatsbürger und kein Aufenthalt im Inland. Also der muss jetzt eine Sicherheitsleistung entrichten, ob er das möchte oder nicht. Und ja, kann dazu dann nochmal Stellung nehmen, wenn er das will. Aber ja. Ist für die halt wirklich viel Geld, ne? Wenn die jetzt hier 125 Euro als Weißrusse bezahlen müssen. Aber das ist nun mal der Preis, der hier vorgesehen wird für. Und eigentlich, wenn man überlegt, dass es ein Gefahrgutzug ist, eigentlich hat er noch mehr verdient dafür, ne? Okay, genau das. Ja. Bei Gefahrguttransportern gelten besondere Vorschriften. Da gibt es extra Gesetze für, wo die dann zum Beispiel auf Deutsch auch schriftliche Weisungen haben müssen, was die Fahrer alles extra beachten müssen. Die müssen zum Beispiel die orangene Tafel aufgeklappt haben, die er jetzt hier vorne auch hat, was uns zeigt als Kontrollbeamte, dass sie Gefahrgut geladen haben. Sebastian Fischer möchte die gefährliche Ladung sehen und vor allem, wie sie gesichert ist. Ist nur ein Teil Gefahrgut, also 3 Tonnen Gefahrgut von der Gesamtladung. Er sagt, das ist an der Seite geladen. 4 Fässer Gefahrgut. Aber man muss schon sagen, so vom technischen Zustand sieht der Aufbau schon gut aus. Ne? Die Alu-Steckungen oder Einstecklatten sind in Ordnung. So, der Aufbau ist schon in Ordnung, so auf den ersten Blick. Jeder 5. Unfall im Schwerlastverkehr lässt sich auf unzureichende Ladungssicherung zurückführen. Wie viel Tonnen Masse? 3280 Kilogramm. Harzlösung ist das. Ein Grundstoff bei der Herstellung von Kunst- oder Klebstoffen. Der Inhalt der Fässer ist hochentzündlich. Aber hier hat man dann halt die Werte, die jeder Gurt sichert. Und in dem Fall sichert er pro Gurt 500 Kilo. Also wenn man das jetzt hier mal so durch die Bank sieht, ist das schon in Ordnung. Er hat Formschluss hier zur Seite, dass er hier keinen großen Abstand hat und hat es hier auch auf Anti-Rutsch gestellt, also Gummi, sodass er im Prinzip eigentlich nur noch Ladungssicherung betreiben muss, indem er das mittels Gurt auf der Ladefläche sichert. Ne? Eigentlich ist die ausreichende Ladungssicherung schon in dem Fall vorhanden, dass es auf dem Gummi steht, auf den Anti-Rutschmatten. Aber dadurch, dass das jetzt halt mit den Gurten darauf gehalten wird, ist es eigentlich perfekt. Also in der Hinsicht gibt es nichts zu beanstanden. Hier auch nochmal mit den Einstecklatten gesichert, also das ist schon in Ordnung in dem Fall. Ne? Der Fahrer erfüllt alle Sonderregeln für den Gefahrguttransport. Es bleibt der Handyverstoß. In der Gefährlichkeit, was er hier durch die Gegend fährt, gerade Gefahrgut, da sollte man eigentlich schon eine gewisse Obacht eigentlich haben, dass es alles funktioniert. Die haben eine extra Beschulung dafür bekommen.
Und dann sollte eigentlich auch das Bewusstsein da sein, dass man halt genau sowas nicht macht. Ja gut, er schreit jetzt natürlich jetzt ab, aber halt vorbeigefahren sind, war es eindeutig. Wir haben das beide gesehen, ne? Ja. Und da kann er jetzt sagen, was er will. Also das muss er jetzt bezahlen, ne? Rund 100.000 Unfälle passieren in Deutschland jedes Jahr in Zusammenhang mit einem Handyverstoß. Neben einem Bußgeld gibt es daher auch einen Punkt in Flensburg. You have to pay money, okay? For, yeah. How much? 125 euro. 10 minutes, my manager. Yes, okay. You can. Yes. It's okay. Telephone my manager. Side problem, money. Mm-hmm. 10, 15 minutes. Karta. Erfahrungsgemäß muss der Fahrer die Strafe später an seinen Chef zurückzahlen. Okay. Pin and green. Okay, damit ist das Finish erledigt, ne? Also, nicht telefonieren, ne? Card. Okay, du hast nichts mehr, ne? Nee, fertig. Okay, Finish. Tschüss. Bye-bye. Gut, muss man schon sagen, für so einen Weißrussen ist das schon eine empfindliche Strafe als, sagen wir jetzt, für einen Westeuropäer, ne? Die verdienen natürlich einen Bruchteil von dem, ne? Also für den ist das schon richtig Geld gewesen jetzt. Aber gut, da macht das Gesetz hier ja keine Unterschiede, wo die herkommen. Hat er einfach zu unterlassen, ne? Können wir vorne reinmachen, ne? Sebastian Fischer und Carina Abmann hoffen, dass der Fahrer in Zukunft auf sein Handy am Steuer verzichtet.